Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es ein weiteres Wish-Video. Das letzte kam ja sehr gut bei euch an und ich will die Hoffnung einfach nicht aufgeben, dass es dann doch was qualitativ Gutes gibt bei Wish. Und deshalb habe ich da ein paar Sachen wieder bestellt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich da nochmal bestellt habe und werde die jetzt auspacken. Es ist also ein Überraschungspaket für mich selber, weil ich mich einfach nicht mehr dran erinnere. Es dauert halt auch immer so lange. Man bestellt ja was und 3 Monate später kommt das erst an. Ja, das ist echt unnormal. Benutzt du eigentlich noch irgendeins von den Teilen aus dem letzten Video? Ja, die letzten Sachen waren ja nicht so gut. Und deshalb hoffe ich einfach, dass hier heute mal gute Sachen drin sein werden. Ja, du hast einfach eine Kaufsucht, Hella. Ich habe sehr, sehr, sehr günstige Sachen bestellt. Ich muss dann gleich mal auf der Webseite mal nachschauen, wie viel das dann gekostet hat. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Ich finde, die Pakete sind immer so liebevoll eingepackt. Total. In so einer Mülltüte. Ist halt echt eine Mülltüte. Wahrscheinlich, weil da Müll drin ist. Also eigentlich darf man da gar nicht bestellen. Alles ist ja auch in Plastik und so. Das unterstütze ich eigentlich nicht, aber ich opfere mich für dieses Video, damit ihr das nicht bestellen müsst, falls die Sachen nicht gut sind. Und nachher sind die Sachen richtig gut, die du heute bestellt hast und alle bestellen sich auf einmal was. Könnte das denn sein? Ich glaube, ich weiß, was es ist. Gamaschen. Ich setze mich jetzt mal nach hier, denn hier werde ich auf dem iPad dann mir die Produktbilder anschauen und dann vergleichen, ob die mir genau das geschickt haben oder ob es doch was anderes war. Wow! Das sind tatsächlich Gamaschen. Die sehen mal gar nicht so schlecht aus. Was haben die gekostet? Okay, hier steht, dass diese Gamaschen 17 Euro gekostet haben. Hä? Und was kosten denn normale Gamaschen? Schon ein bisschen mehr. Also schon, würde ich so sagen, 30 Euro. 30 Euro? Fragezeichen. Ich bin mir halt so unsicher. Naja, ich weiß auch nicht, warum ich so viel Geld da jetzt ausgegeben habe. Es ist hier ein Experiment. Ich opfere mich. Ich sag's gerne noch einmal. Dein Spaß. Die riechen ein bisschen komisch, sehr streng, aber ansonsten bin ich ganz begeistert. Sehen die denn so aus wie auf dem Bild? Ja, die sehen so aus und genau so habe ich die mir eigentlich vorgestellt. Und der Kleck, Leute, ist auch richtig gut, wie ihr sehen könnt. Er geht vor allen Dingen von selber die ganze Zeit wieder zu. Der ist richtig schwer abzumachen. Und die Größe, die muss man da ja immer so ein bisschen raten, könnte auch Gollum passen. Ich könnte mir vorstellen, dass die ein bisschen zu groß ist, aber an sich könnte die Größe sogar passen. Und welche Größe hast du denn bestellt? Weil die muss man ja immer schätzen da. Da steht aber 3,56. 7,89. Man denkt sich so, okay, ich nehme einfach mal irgendeine. Also ein paar Nähte und so sind hier natürlich auch raus. Und innen habe ich hier auch schon. Aber das ist, glaube ich, bei normalen Produkten auch so. Weil irgendwo müssen die Nähte ja auch aufhören. Wir testen jetzt die, die Gamaschen. Die sehen mal aus wie etwas Normales. Mal sehen, ob sie passen. Ich finde, die sitzt ganz gut. Machen wir den anderen dran. Wow. Ich gebe diesem Produkt 5 von 5 Sternen. 5 von 5? Ja. Das hast du ja noch nie gegeben. Also ich muss sagen, dass ich die echt eigentlich ganz gut finde. Man muss noch mal gucken, wie lange die halten. Kann ja auch sein, dass die nach 2 Wochen kaputt gehen. Das aber stimmt. Zum jetzigen Zustand scheinbar 5 von 5. Okay. Das nächste Produkt. Ein Halfter oder so? Leute, ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern, obwohl ich selber die Produkte ausgesucht habe. Was da drin ist, kann eigentlich sein. So. Hä, was ist das? Ein Heunetz? Du hast ein Heunetz bestellt? Vor allen Dingen in grün oder was? Ich hab das doch never in grün bestellt. Aber welche Farbe hat denn sonst ein Heunetz? Schwarz, pink, so. Gibt's in allen Farben. Ich kann's einfach nicht glauben, dass ich das bestellt habe. Ich glaube, sie hat sich wirklich ein grünes Heunetz bestellt. Die haben das safe geändert im Nachhinein. Ja, genau. Was hat das denn gekostet? Das hat 8 Euro auch noch gekostet. Was? Irgendwie hast du nicht so günstige Sachen eingekauft, habe ich das Gefühl. Ich habe voll drauf geachtet, dass es nur günstige Sachen sind. Aber bis jetzt war die Qualität ja in Ordnung. Wir stopfen jetzt mal direkt dieses Heunetz. Also ich muss sagen, die Löcher sind echt richtig groß. Sieht eher aus wie ein Fußballnetz, das könnte ich zum Fußballspielen ja, benutzen. Ja, ist so. Schneidest du auf und dann ist ein Fußballtor. Auf jeden Fall testen wir das jetzt. Leider haben wir kein Heu mehr, sondern wir müssen Silage nehmen. Aber dann nennen wir das einfach das Silagenetz. Los geht's. Gibt es nicht extra solche Ständer, wo man so ein Teil reinhängen kann und das dann stopfen kann? Ja, also das haben wir nicht, aber wir haben hier auch ganz viele Heunetze. Ah, aber da kannst du die ja mal vergleichen. Schau mal hier, wie groß die Löcher sind und man will ja so kleine Löcher eigentlich und auch haben. Die Fäden sind so richtig dick und die hier sind so richtig dünn. So zum Anhängerfahren oder so sind die eigentlich ganz in Ordnung. Mal sehen, was Gollum dazu sagt. Ich glaube, er sagt gar nichts dazu, weil er nicht sprechen kann. Aha. Okay, sieht so aus. Wow. Er geht voll ab. Okay, Gollum. Also es funktioniert, muss man sagen. Das stimmt. Produkt Nummer 3. Was ist das denn?
kann. Oh mein Gott, no way! No way! Ich wollte eine Longe bestellen. Das ist doch eine Hundeleine, Hella, oder nicht? Vor allen Dingen habe ich mir das hier gerade fast in meine Hand gepiekt. Hier war so eine Nadel dran. Das ist nicht wahr. Jetzt habe ich hier so eine Leine, oder was? Das ist halt wirklich eine Leine. Was ist das? Hä, die Farbe ist voll cool. Ja, die Farbe ist cool, aber ich dachte, ich hätte eine Longe bestellt. Was ist denn der Unterschied zu einer Longe? Ja, die ist ja viel dicker. Diese blöde Hundeleine hat 3,50 Euro gekostet. War es wirklich eine Hundeleine? Was ist das? Hella, steht da Hundeleine? Ja. Du hast dir eine Hundeleine bestellt. Nein! Du hast dir eine Hundeleine bestellt. Nein, ich sag's euch, ich hab Longe eingegeben. Ja, genau. Da stand Longe. Da stand halt Longe. Kein Wunder, dass die so dünn ist. Ich versteh's halt nicht. Ich versteh's einfach nicht. Hella. Irgendwie war die Bestellung echt ein Fail. Jetzt seht ihr, wie die Leine bei Valentino ankommt, denn er ist ja mein kleiner Hund, den ich habe und den werde ich jetzt erstmal zum Gossi gehen ein bisschen ausführen. Hallo! Valentino habe ich gerade mal auf das große Paddock gestellt, dann kann er sich hier ein bisschen mehr bewegen, ne? Der ist aber dreckig, willst oh mein du Gott. Erstmal ist hier ein Knoten des Jahrtausends drin, aber wenn ich es dann enttüdelt habe, dann finde ich, passt eigentlich ganz gut zum Halfter, ne? Das stimmt. Dann mal ab in die Halle. Also das hier ist eine normale Longe, auch in Pink. Und das hier ist die Longe von Wish. Ah, die könnte Valentino zerreißen, habe ich das Gefühl. So ja, vor allen Dingen flutscht die einem, glaube ich, richtig leicht aus der Hand. Erstmal, wie klein ist dieser Riemen hier eigentlich? Das ist schon mal das Erste. Und ich glaube, das ist auch gefährlich, wenn er richtig zieht, dann kannst du dir hier richtig in die Hand schneiden. Ja, das ist halt hier so ein softerer Stoff und das hier ist einfach so Plastik. Komm. Mal gucken, vielleicht klappt das ja sogar mit der Longe besser als sonst. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, du solltest dich nicht in der Schlaufe einhaken, weil sonst rennst du wieder hinterher. Ja, aber so flutscht mir das ja direkt aus der Hand. Hm. Au, du schlägst mich. Er will sich halt erstmal zilling. Also man sieht, die Longe funktioniert nicht besser als die andere. Komm, Valentino, let's go. Also, heute ist ein ganz gemütlicher Tag. Gut, dass du ihn Valentino nicht nochmal geputzt hast nach dem Paddock. Wie guckt er bitte? Ja, er schaut so richtig verstört irgendwie. Obwohl er sich da so hinlegt. Los. Steh auf. Los. Komm. Mach. Jetzt geht's los. Oh, er hat einfach keine Lust, glaube ich. Sitz. Sitz. Was ist mit ihm? Sitz. Gut. Super. Oh, wie süß war das denn? Okay, dafür ist die Longe aber jetzt noch nicht relevant. Ich würde sagen, wir müssen jetzt die wirklich mal testen. Und auf. Auf. So, jetzt geht's aber mal los. Also ich muss sagen, es klappt gar nicht mal so schlecht gerade. Komm. Galopp, galopp, galopp. Also ich muss sagen, ein paar Vorteile hat diese Longe schon. Und zwar, ich kann mir gut vorstellen, wenn man irgendwie so draußen longiert und ist so matschig, dass man die richtig gut wieder sauber kriegt. Und ich finde, der Farbton ist auch ganz schick eigentlich. Eher so ein Neon-Pink-Ton schon. Also finde ich eigentlich ganz cool. Aber so vom Handtragegefühl ist die jetzt nicht so optimal. Man muss ja auch eigentlich sagen, dass ich die, denke ich, jetzt nicht mehr so oft benutzen werde. Weil ich glaube, wenn Valentino einmal losrennt, dann habe ich hier nichts mehr in der Hand. Also entweder schneidet sich das dann einfach nur in meine Finger rein, aber mehr passiert da dann auch gar nicht. Deshalb gebe ich der Longe jetzt einfach mal so einen Stern. Ich hätte sogar zwei gegeben. Einen für die Farbe, weil du die ja gut findest, und einen für die Waschbarkeit. Weiter geht's mit Artikel Nummer 4. Das ist irgendwas Kleines. Ich kann mich nicht daran erinnern, was das sein könnte. Hast du ja noch gar nicht erwähnt. Was ist das? Jetzt noch so ein Hundehalsband oder was? Hä? Hast du irgendwie für Hunde bestellt oder für Pferde? Frag mich ja wirklich nicht. Wofür ist das? Blinkt das sogar? Ich glaube, das sind so Leuchten, oder? Ja, aber das
das geht nicht. Muss man wahrscheinlich aufladen. Das geht echt nicht. Das ist ja wohl ein Hundehalsband, was ich mir hier bestellt habe. Ist sogar eine Batterie dran, die muss man noch dran machen. Ja, jetzt müsste es gehen. Drück mal drauf. Wow! Oh mein Gott, aber das ist gut. Das kann ich an die Kutsche machen, wenn ich jetzt damit losfahre. Aber für den unschlagbaren Preis von 4 Euro... Ist doch in Ordnung dafür, dass da Lichter mit dran sind. Naja. Was steht jetzt als Überschrift? Was soll das sein? Geht's nicht mehr aus? Es geht nicht mehr aus. Ah. LED-Lichter, Pferd, Knöchel, Glühbirne für Reiter in der Nacht. Ach so. Und ich dachte, das wären 4 Stück. Die haben halt nur 1 gesendet. Das ist halt schon wieder eine Frechheit. Dann probieren wir das jetzt mal aus. Ich habe extra gewartet, bis es dunkel wird, damit wir dieses Leuchtteil hier ausprobieren können. Okay, jetzt mache ich das einfach mal zum Ausprobieren. Mal um den Hals, vielleicht geht das. Ah nee, der Hals ist zu klein. Zu groß, meine ich. Ah, das passt. Schaut euch das an. Wie niedlich ist das? Das sieht halt aus wie ein Rentier. Also ich finde, dafür gibt es halt einfach 5 von 5 Sternen. Ich bin total begeistert. Das sieht doch super aus. Wenn man so spazieren geht oder so, wenn es dann dunkler wird, dann sehen die Leute einen auf jeden Fall. Eigentlich hatte ich mir noch eine Reithose bestellt für irgendwie 2 Euro oder 3 Euro und die wurde dann einfach zurückerstattet. Ja, wahrscheinlich haben die sich im Preis versehen und dachten so, oh Mist, 2 Euro ist doch ein bisschen wenig, um eine Reithose herzustellen. Und jetzt ist die nicht angekommen, unglaublich. Oh Mann. Aber ich mache heute mit dem allerletzten Teil jetzt leider schon. Und zwar sind das Reitstiefel. Und ich habe da einfach irgendeine Größe gewählt. Wahrscheinlich werden die mir nicht passen. Aber ich fand es so crazy, dass es einfach Reitstiefel für 24 Euro gibt. 24 Euro? Sonst kosten die doch irgendwie so 100 oder 200 Euro. Die kosten sonst, also meine Stiefel, die ich habe, kosten 350 Euro. Ja. Und die hier kosten nur 26 Euro. Ne, 24 Euro. Und das finde ich schon echt crazy. Und deshalb habe ich jetzt einfach mal irgendeine Größe bestellt. Ich finde schon komisch, sind die irgendwie eingeknickt oder so? Weil ich meine, so ist keine Beinlänge. Das sind doch so richtig kurze Stiefel nur. Ich bin so gespannt, Leute. Oder du hast die in Kindergröße bestellt oder so. Okay. Oder das sind so Gummistiefel. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, die sind sogar... in Größe 37 und die sind einfach eingeknickt. What? Ich raste aus. Was? Für 24 Euro? Trotzdem. Was ist das? Passen die? Oh mein Gott! Die sind ein bisschen weit oben, aber was ist das? Die kannst du zum Feiern gehen anziehen. Oh mein Gott! Irgendwie sind die auch ein bisschen ekelig. Ja. Ich glaub's halt nicht, dass ich mir hier Stiefel für 24 Euro gekauft habe. Das sind meine neuen Dressurstiefel. Oh mein Gott. Wie hoch wollen die an den Seiten sein? Aber dass ich da reinpasse, ist halt echt noch... der Wahnsinn. Du kannst ja fast beide in einen Stiefel tun. So viel Platz ist da noch. Das Bein passt da auch noch mit rein. Oh mein Gott. Das ist das Geilste. Der geht nach da und der geht nicht nach außen, sondern auch nach da. Hä? Was sagst du dazu? Da findet die, glaube ich, genauso furchtbar wie ich. Oh nee, Leute, die fühlen sich richtig eklig an. Auch so richtig locker, so als hätte ich irgendwie... weiß ich auch nicht was an. Die gehen gar nicht. Die kriegen wirklich minus 3 von 5 Sternen. Aber die sehen edel aus. Sieht wo total sehen die edel aus? Mit dem Lack oder was das sein soll, dieses Glänzende auf jeden Fall. Wow, sieht das edel aus. Also von mega mir kriegen schön. Die 1 von 5 Sterne. Weil die sehen super toll aus. Du bist mehr als gnädig, wirklich mehr als gnädig. Man könnte jetzt denken, es ist das Ende vom Video, aber nein, es ist noch ein Paket von Wish eingetroffen, wovon wir einfach gar keine Ahnung mehr hatten. Und ganz nicht kurz... Ich wusste nicht, dass ich das bestellt hatte. Und plötzlich kam das an und ich so, oh, das Video habe ich schon gedreht. Und was jetzt noch ist, wo sitzt du eigentlich drauf? Eben saß du noch auf einem anderen Sofa. Ach so, ja, wir haben ein neues Sofa, ist das nicht wunderschön? Da findet ihr auf jeden Fall auf dem anderen Kanal noch ein Room Makeover, denn aus dem alten, ekligen, hässlichen Sofa ist dieses wunderschöne neue geworden. Ich kann euch das sonst nochmal in der Infobox verlinken. Genau, und jetzt kommen wir zu dem Wish-Produkt. Was glaubst du überhaupt, was du noch bestellt hast? Ich habe keine Ahnung. Also es ist etwas größer.
Hier. Oh Gott, was könnte das wohl sein? Nein! Warum habe ich denn zwei Paar Reinstiefel bestellt? Nein, Leute, die anderen waren ja schon verstörend, aber no way. Sogar mit Schnürung. Oh mein Gott, die sehen so billow aus. Dass die einfach passen. Ich habe halt irgendwelche Größen bestellt. Wollte nämlich auch immer gerne Stiefel mit Schnürung haben. Richtig edel mit so einer Schnürung hier. Total edel. Wow. Die könnte man auch so in seiner Freizeit anziehen. Also man sieht nicht direkt, dass es Reitstiefel sind, finde ich. Vor allen Dingen in seiner Freizeit. Ach, hier ist so ein Reißverschluss noch. Ja. Das ist ja mal mega praktisch. Crazy. Lass mal eben nachgucken, was die gekostet haben. Das würde mich echt interessieren. Ich glaube es nicht. 43 Euro habe ich für diese Stiefel ausgegeben. Oh mein Gott, Alter, wie teuer war alles, was du gekauft hast? Du meinst, das war alles voll günstig. Aber ganz kurz, schau einmal, wie die auf diesen Produktbildern aussehen. Da sehen die Stiefel halt richtig nice aus und dann steht die Farbe in echt drin. Also Fazit, Leute, bestellt euch da lieber nichts. Das sieht immer anders aus. Das ist, glaube ich, auch das letzte Video, was ich drehe darüber, weil das reicht mir. Aber dann lass nochmal ab in den Stall und die Stiefel da auf dem Pferd testen, oder? Vielleicht sind sie ja doch ganz gut. Ja, testen wir die mal. Also die Stiefel gehen halt auch einfach gar nicht, weil die einfach so billig aussehen. Aber ich muss sagen, vom Tragegefühl sind die schon ein bisschen besser, weil die hier auch ein bisschen enger anliegen und ein bisschen weiter nach oben gehen. Aber ich gebe dem Ganzen 0 von 5 Sternen, weil ich die einfach so grausig finde. Wenigstens nicht minus 3. Das stimmt, aber die gehen gar nicht. Also von mir kriegt er 2 Sterne von 5 Sternen. 2 willst du dem geben? Ja, einen für das Aussehen und einen für die Gummistiefelfunktion. Also sorry, aber... Hä? Voll die guten Gummistiefel. Da läuft wahrscheinlich das Wasser hier durch, aber mach einfach Panzertape drauf und dann passt das schon. Ein bisschen Tesafilm. Okay. Ja, ich glaube, damit kann ich nicht weiter reiten. Ich möchte meine normalen Stiefel wieder. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Kauft euch nichts bei Wish. Es ist allein für die Umwelt nicht gut. Hella hat es gezeigt, damit ihr euch dann nichts bestellt. Die Sachen sind echt allein. Das war, glaube ich, auch unser letztes Video zu Wish. Also sorry, ja, aber das geht gar auf nicht. Diesem Kanal kommt nichts mehr zu Wish. Das geht halt echt gar nicht mehr. Ich habe jetzt wieder meine normalen Stiefel an und kann jetzt auch einfach normal reiten, ne Gollum? Nicht mit diesen komischen Stiefeln, die gingen einfach mal gar nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin natürlich gesund bleiben und bis dann. Tschüss. Tschüssi.